2, 3, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu Planvoll Neurotisch, einem Neuro-Podcast im neuen Jahr. Starten wir als Kooperation, mein Kollege Martin Südmeier und ich, mit den beiden Kollegen von Klinisch Relevant, Kai Grun und Dietrich Sturm. Ich begrüße euch. Hallo, wie geht's euch denn? Mir geht's bestens. Ich bin gerade in Düsseldorf angekommen, unserer alten Heimatstadt, um hier morgen Vorlesungen zu machen. Und gerade aus dem Zug ins Hotel gejettet, um hier mich einzuloggen und freue mich, dass wir wieder in großer Runde sind. Ja, danke Lars. Mir geht's auch gut. Ich habe den Nachmittag überlegt, ohne einen Hörsturz von meinen Kindern zu bekommen, weil es hier sehr trubelig war. Jetzt ist Ruhe eingekehrt und auch ich habe Lust, jetzt mit euch die Folge aufzunehmen. Ja, hi, ihr drei. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich grinse schon die ganze Zeit. Es macht schon im Vorgespräch, hat es schon Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich bin gespannt auf das, was jetzt kommen wird. Ich auch, und ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen auf der Zugfahrt, Lars, weil ich ganz viel Süßigkeiten gegessen habe und Cola getrunken habe, und du willst ja nachher noch ein Thema und Komplex zur Ernährung anreißen, und deswegen sitze ich hier schon mit schweren Händen. Ja, Martin, das ist auch ganz richtig, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Aber zum Thema Ernährung kommen wir später. Was haben wir heute vor? Wir hatten uns überlegt, wie wir es schon mal vor einem halben Jahr auch gemacht haben, dass wir die publikatorischen Highlights oder einige publikatorische Highlights aus dem letzten halben Jahr hier gemeinsam diskutieren möchten, die es nicht in dem primären Podcast geschafft hatten. Und wir haben uns da vorgenommen, schlaglichtartig ganz kurz Publikationen anzureißen und die gemeinsam zu besprechen. Und anfangen wollte heute, glaube ich, Kai. Du hattest etwas zu Klaviermusik, was dir besonders gut gefallen hat. Möchtest du es aber kurz vorstellen? Ja, gerne. Also vielen Dank. Das ist eine Arbeit, die mich sofort gecatcht hat, weil ich affin zu Musik bin und weil ich gerne Klavier spiele und gerne Musik höre. Und die Überschrift ist sozusagen gewesen, dass nächtliche Klavierklänge dabei helfen können, Albträume abzubauen. Und das fand ich spannend, weil man ja auch mal so das Bild im Kopf hat, dass ja das gute Nachtsingen Kindern ja auch helfen kann beim Einschlafen. Also das hat mich sofort interessiert. Und das ist eine Arbeit aus Current Biology aus 2022. Und was ich dann auch spannend fand, also wenn man sich so ein bisschen weiter dann mit dem auseinandergesetzt hat, was hinter dieser Überschrift war, da ging es nämlich auch um ja die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, die ja auch von unserer Fachgesellschaft so als erste Form der Therapie von Insomnien, also von Schlafstörungen, empfohlen wird und von der ich immer noch relativ wenig weiß, ehrlich gesagt. Und wo ich auch festgestellt habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass es da schwierig ist, die Patienten in eine entsprechende Therapie zu bekommen. Aber ich erzähle noch mal ganz kurz, was da so drin passiert ist in dieser Studie. Das ist eine Studie, die aus der Uniklinik Genf kommt. Und was auch interessant ist, was da steht, ist, dass ungefähr 4% aller Erwachsenen vermehrt unter Albträumen leiden. Das finde ich eine ziemlich hohe Zahl. Und dass diese Anzahl oder diese hohe Anzahl von Albträumen dazu führt, dass sie keinen ausreichend erholsamen Schlaf haben und dann tagsüber eben halt auch eine vermehrte Tagesmüdigkeit haben. Und diese Kollegen haben die Standardbehandlung, also so heißt es da, nämlich die das Imagery Rehearsal, das ist ein Teil der kognitiven Verhaltenstherapie. Die haben das einmal genommen. Das bedeutet, dass die Patienten sozusagen tagsüber versuchen, den bösen Traum, den Albtraum aufzuschreiben, den Inhalt, und dann dieser Geschichte, wenn man so möchte, eine positive Wendung zu geben. Das nennt sich Imagery Rehearsal Therapie, ist also ein Teil der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen. Und was die Kollegen dann geguckt haben, ist, ob wenn man dieses Verfahren kombiniert mit einer Form der klassischen Konditionierung, also Pavlovscher Hund zum Beispiel, ja, wenn man das verbindet mit Klavierklängen,
ob das zu einer Verstärkung des Effektes führt. Und das war also so, dass die Patienten immer dann, wenn die hatten also ein EEG-Messband, das sie getroffen haben, immer wenn es in die REM-Schlafphase gekommen ist und die Patienten letztlich dann auch wahrscheinlich in den Traum gekommen sind, in den bösen Traum gekommen sind, dass dann diese Klavierklänge, die vorher auch mit den Patienten getrainiert worden sind, im Zusammenhang mit dieser positiven Wendung des bösen Traums, dass das dann kombiniert wurde. Und hat das jemand verstanden, was ich erzählt habe? Also im Vorfeld, wie gesagt, war mit dieser Ummünzung des bösen Traums in eine positive Wendung, waren 5 Klavierklänge gespielt oder 5 Akkorde gespielt worden. Und am Ende des Tages, am Ende der Studie, wurde dann letztlich immer, wenn das EEG die REM-Schlafphase aufgezeichnet hat, wurden diese nächtlichen Akkorde gespielt automatisch, also im Schlaf des Patienten. Und das hat tatsächlich deutlich messbar dazu geführt, dass die Albträume weniger geworden sind und weniger belastend waren. Also spannende Studie, wobei natürlich jetzt auch da nur eine kleine Zahl von Patienten drin eingeschlossen war. Ich glaube 30 Patienten. Genau, total spannend. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber Klaviermusik ist offensichtlich, kann offensichtlich hilfreich sein, aber natürlich dann auch nur, wenn man das kombiniert mit dieser entsprechenden Form der kognitiven Verhaltenstherapie. Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass sich jemand über dieses, sagen wir, vermeintlich triviale medizinische Problem Albträume so viel Gedanken macht und doch irgendwie eine sehr komplexe Studie designt und das dann entsprechend aufarbeitet. Ich muss zugeben, das ist jetzt nichts, was mich in meiner täglichen Arbeit irgendwie ständig berühren würde, aber es ist durchaus irgendwie ein interessanter Ansatz. Und die Frage ist ja, die sich daraus ableitet, ob sich das auch oder dieser methodische Ansatz dann prinzipiell auf andere Formen der Schlafstörung übertragen lässt. Aber sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant und also Klavierspielen und Klavierhören scheint ja so gesehen hilfreich zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob Lars noch dabei ist. Ich bin dabei, ich habe ein Konnektionsproblem, habe mein Video ausgemacht. Keine Sorge, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, ich bin eingeschlafen und hab an Klavierklänge gedacht und bin dann weggenickt. Entschuldigung. Aber ich bin jetzt wieder da und werde das beim nächsten Einschlafen versuchen umzusetzen, Kai. Ich find's interessant. Elektrophysiologische Arbeit sauber gemacht. Inwiefern wir das jetzt als in den Alltag umsetzen oder unseren Patienten empfehlen können, das müssen wir, glaube ich, offen lassen dabei, oder? Ja, aber darf ich euch eine kurze Frage stellen? Also, wie ist das mit der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen an sich? Wendet ihr das an? Schickt ihr eure Patienten in entsprechende Therapien? Das Schweigen heißt keiner wahrscheinlich. Nee, wir sind alle wie klinisch, im harten Klinikalltag gebunden sozusagen. Weil das ist auch das, was mich dann immer so ein bisschen traurig macht, aber am Ende des Tages sind es dann doch auch die Medikamente, zu denen man greift. Und oder? Also das ist ja doch auch ein schwieriges Thema. Also jetzt nicht unbedingt die Albträume, die jetzt in der Studie behandelt worden sind, aber Schlafstörungen an sich sind schwierig zu therapieren, finde ich. Und klar, es gibt eine Reihe von Medikamenten, die jetzt jemand zur Verfügung hat, aber man hat immer auch so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl dabei, wenn das medikamentös behandelt. Ja, letztes Wort vielleicht dazu. Also ich finde ja diese ganzen ja nicht pharmakologischen Interventionen, also alles, was unabhängig von Medikamenten ist, extrem hilfreich, auch bei so Problemen wie einem Delir, also einer akuten Hirnfunktionsstörung, wo die Leute aus unterschiedlichsten Gründen halt desorientiert sind und umtriebig werden, was man vielleicht auch unter dem Namen Durchgangssyndrom kennt, so. Und auch da weiß man ja, dass ganz einfache, basale Orientierungshilfen wie eine große Uhr an der Wand oder irgendwie eine optimierte Beleuchtung auch zu einer Verbesserung von solchen durchaus schweren Erkrankungen führen können. Und deshalb finde ich es immer bemerkenswert, dass man zu kleinen Dingen doch auch in ganz unterschiedlichen medizinischen Bereichen so viel
Gutes erreichen kann. Und zum Thema so viel Gutes, ich meine, wir sind ja in sehr unkonventionellen Therapien gerade unterwegs. Da haben wir uns nochmal angeguckt, wie es mit dem Blog Ernährung ist, neben der Musik. Und Lars, soll ich mal starten? Ja, Martin, leg los. Ich bin ganz ohr und gespannt auf deine Worte. Ich fange mal an, denn wir haben einige Studien rausgesucht mit der Frage, wie sich Ernährung möglicherweise auf neurologische Erkrankungen auswirkt. Und da gibt es ja viele persönliche Ansätze, glaube ich, und auch richtige nahezu Glaubensansätze, wie man sich richtig im Alltag ernährt. Und wir haben uns einmal damit auseinandergesetzt, wie beispielsweise die Omega-3-Fettsäure sich auf das Gehirn auswirkt. Und da in dem Zusammenhang muss ich mich auch ein bisschen mit Omega-3-Fettsäure auseinandersetzen. Also die kommt ja vor in beispielsweise Algen oder aber auch Fischen und hat verschiedene Bestandteile, wobei in Fischen klassischerweise die sogenannte Docosahexaensäure, DHA, und die Eicosapentansäure, EPA, vorkommt. Und diese beiden Bestandteile sind wichtig für den Zellmembranaufbau der Nervenzellen. Und das weiß man. Und da war die Frage, wie sich der Konsum von Omega-3-Fettsäuren auf das Gehirn auswirkt. Und wir haben zwei Studien rausgesucht. Einmal war das eine Studie bei Erwachsenen, die im Rahmen einer großen Kohortenstudie, der sogenannten Framingham Heart Study, exploriert wurde. Und da wurde geguckt, inwieweit der Konsum von diesem DHA und EPA bei diesen Probanden, das waren ja keine Patienten, vorlag. Und das hat man anhand von Konzentration an den roten Blutkörperchen gemessen und hat dann zusätzlich sich angeguckt, anhand von Gehirnscans, wie das Hirnvolumen bei diesen Patienten, bei diesen Probanden aussieht. Und man hat festgestellt, dass diejenigen, die einen hohen DHA- und EPA-Spiegel hatten, ein etwas größeres Volumen in der bestimmten Hirnregion, nämlich in der Hippocampus-Region hatten, die ja auch für kognitive Prozesse relevant ist. Und diese Patienten, Probanden, hatten auch eine leichte Verbesserung bei bestimmten Konzentrationsaufgaben. Einschränkend muss man sagen, dass das natürlich eine Querschnittsstudie war, dass man nicht sicher sagen kann, wie stark die Beweiskraft ist, aber diese Studie war zumindest dahingehend positiv, dass ein regelmäßiger und höherer Omega-3-Fettsäurenkonsum bei Erwachsenen zumindest mit einem etwas höherem Hirnvolumen in dieser speziellen Region vergesellschaftet ist. Und im Zusammenhang damit haben wir noch eine Studie uns angesehen bei Neugeborenen. Neugeborene vor der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Und dahingehend gibt es ja tatsächlich Empfehlungen, dass man Omega-3-Fettsäure in der Schwangerschaft in einer bestimmten Konzentration zu sich nehmen soll, damit das Heranreifende entsprechend damit frequentiert wird. Und bei den Neugeborenen und Frühgeborenen ist es so, dass man weiß, dass durch die Muttermilch nicht ausreichend Omega-3-Fettsäure möglicherweise zugeführt wird. Und da hat diese Studie einmal betrachtet, wie es ist bei diesen Neugeborenen, wenn man denen hochdosiert Omega-3-Fettsäure gibt im Vergleich zu keiner Substitutionsbehandlung, welche Auswirkungen das auf eine bestimmte Lungenerkrankung hat, nämlich bronchopulmonale Dysplasien, die bei diesen Frühgeborenen auftreten können, also chronische Lungenerkrankung. Da hat man keinen positiven Effekt für diese Omega-3-Fettsäure gesehen, hat aber interessanterweise festgestellt, dass die Kinder, die diese Omega-3-Fettsäuren als Frühgeborene bekommen haben, in einer Verlaufsuntersuchung nach 5 Jahren einen etwas höheren EQ hatten als die Frühgeborenen, die die Omega-3-Fettsäure nicht bekommen haben, und hat daraus geschlussfolgert, dass zumindest die Substitution bei Frühgeborenen möglicherweise auf die Hirnreifung einen positiven Effekt haben kann.
Das zu den beiden Studien, die wir uns mal angesehen haben, zu Omega-3-Fettsäure. Lars, kommentiere es bitte. Ja, meine Meinung dazu ist, dass das interessant ist. Ich meine, hier wurde ja in der Erwachsenenstudie gezeigt, dass wenn die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, mehr von diesen Omega-3-Fettsäuren enthielten, dass Kognition und Hirnvolumen besser war. Die Frage ist jetzt, wie kommen diese Fettsäuren in die roten Blutkörperchen? Reicht das aus, sich vernünftig zu ernähren, oder sollte man tatsächlich ein Nahrungsmittelsupplement zu sich nehmen? Ich lasse das mal offen, ob man das machen sollte. Persönlich habe das auch schon mal gemacht, weil es doch sehr viele Studien dazu gibt, dass Omega-3 wichtig ist, und ich manchmal den Eindruck habe, ich esse wenig Fisch. Aber ich denke, das kann man aus der Studie ja nicht schlussfolgern, wie man diese Omega-3-Fettsäuren in sich befördern kann. Um das ein bisschen zu untersuchen, möchte ich jetzt hier eine Studie aus Neurology aus dem letzten Jahr kurz darstellen, bei der man geguckt hat bei einer Reihe von Menschen, und zwar 28.000 Personen aus Schweden, die über 20 Jahre lang ein Ernährungstagebuch geführt haben. Und man hat dann geschaut, wie häufig entwickeln diese Patienten Demenz, das waren 6,9%, und hat dann deren Ernährungstagebuch dahingehend untersucht, ob da als Kriterien für eine mediterrane Diät, also mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten, aber eben auch Fisch und Olivenöl besteht, und hat da eben nicht finden können, dass die Patienten, die am ehesten sich in diese Richtung ernährt haben, dass die niedrigeres Demenzrisiko hatte. Also die Findings, die Martin berichtet hat, auf den Alltag und auf das Ernährungsverhalten zu übertragen, scheint nicht ganz trivial zu sein. Wie handhabt ihr das? Wie ist eure Meinung dazu? Also meine private Meinung ist, dass ich denke, dass wir alle Möglichkeiten haben, uns gesund zu ernähren, wie gesagt, ohne dass man jetzt eine Nahrungsergänzungsmittelzufuhr unbedingt einnehmen muss. Und man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass, wenn jetzt die vorgestellten Studien zum Beispiel zum Thema Demenz in diesem Fall keinen Effekt gezeigt haben, hat die sogenannte mediterrane Diät, also viel Fisch, viel Olivenöl, natürlich auch viele positive Auswirkungen auf andere Körpersysteme, Herz-Kreislauf-System etc. pp. Insofern würde ich jetzt daraus ableiten, es lohnt sich schon, wie gesagt, wenn man es denn mag, sich so zu ernähren, natürlich aus vielerlei Gründen. Aber ich denke auch mit den heimischen Lebensmitteln, sag ich mal ganz salopp, sollte man es schaffen, eigentlich sich gesund zu ernähren. Und deshalb nehme ich persönlich auch keine Nahrungsergänzungsmittel ein. Ja, ich möchte das, was wir eben besprochen haben, nochmal ergänzen mit einer anderen Studie aus 2022 aus JAMA Neurology. Und da hat man quasi das Gegenteil untersucht. Das ist eine brasilianische Studie, eine prospektive Kohortenstudie, bei der auch über mehrere Jahre geguckt wurde. Und da waren über 10.000 Teilnehmer drin, und man hat geguckt, wie so der Anteil an Ernährung ist bezüglich hochverarbeiteter Lebensmittel, also Kartoffelchips, Tiefkühlpizza, Softdrinks, Tütensuppen und so weiter. Und hat dann im Verlauf von 8 Jahren gesehen, dass diejenigen, die hochverarbeitete Lebensmittel mehr konsumiert haben, doch einen schnelleren Abbau in globalen kognitiven Fähigkeiten und Exekutivfunktionen hatten. Das war, wenn man eine Quartilsanalyse machte, rausgekommen. Allerdings war bei der Studie die Korrelationsanalyse nicht so ganz eindeutig, und man kann da trefflich darüber diskutieren, wie hart jetzt diese Studie was gezeigt hat. Man kann auch andersrum schlussfolgern, dass diejenigen, die sich zu wenig gesund ernähren, diesen kognitiven Abbau haben. Das also nicht an den schlechten Nahrungsmitteln liegt, sondern an den fehlenden guten Nahrungsmitteln. Das hat die Korrelationsanalyse nicht so ganz eindeutig gebracht.
Ja, was schlussfolgern wir daraus, Martin? Vielleicht, wenn die mediterrane Diät nichts bringt und es aber auch nicht eindeutig ist, dass sich ungesund ernähren so stark schadend ist, sondern nur eine Tendenz ist, dass einem da vielleicht was fehlt. Vielleicht kann man sich dann einfach ungesund ernähren mit Tiefkühlpizza und dazu Omega-3-Fettsäure-Kapseln nehmen und alle möglichen Vitamine. Wäre das vielleicht eine Lösung? Frage ich jetzt mal ganz provokant. Ich habe ja eingangs gesagt, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen heute, weil ich Cola getrunken habe und Süßigkeiten gegessen habe. Das ist sicherlich extrem ungesund, aber ich bin auch der Meinung, dass man sich natürlich irgendwie ausgewogen ernähren sollte und natürlich auch Früchte und Gemüse zu sich nehmen sollte. Aber ob das jetzt dogmatisch auf eine bestimmte Diät abziehen sollte, das kann ich aus diesen Studien nicht entnehmen. Und ich bin auch mit Nahrungsergänzungsmitteln eher skeptisch, denn ich wollte dir eine andere Studie nochmal an den Kopf werfen dahingehend. Es gibt nämlich eine Studie, die gerade erschienen ist. Und zwar jetzt im August 2022 in der Zeitschrift Movement Disorders, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie der Konsum einer bestimmten Tropenfrucht, nämlich der Graviola, das ist eine Stachelanone, die im tropischen Raum beispielsweise vorkommt, sich auf die Entwicklung von Parkinson auswirken kann. Und man weiß, dass diese Samen dieser Frucht offenbar tatsächlich einen neurotoxischen Effekt haben. Und auf der anderen Seite wird dieser Tropenfrucht, die als Tee oder Pudding oder auch als Süßigkeit verköstigt wird in diesen Regionen, wird zugeschrieben, dass es hilfreich sei für Diabetes, für hohen Blutdruck, für möglicherweise Asthma oder Krebs. Und das kann man tatsächlich auch als Nahrungsergänzungsmittel hier erwerben. Aber diese Studie hat nachgewiesen, dass es zumindest eine Assoziation gibt zwischen einem hohen Konsum dieser Frucht und dem Auftreten von neurodegenerativen Parkinson-Syndrom, sodass man in dieser Studie empfohlen hat, mit dem Verzehr dieser Tropenfrucht und möglicherweise auch den entsprechenden Ergänzungsmitteln vorsichtig sein sollte oder zumindest bedenken sollte, dass es gegebenenfalls auch neurodegenerative Erkrankungen auslösen kann oder zumindest in ihrer Intensität verstärken kann, sodass man dahingehend vielleicht auch sagen kann, dass man nicht alles zu sich nehmen sollte, nur im Glauben, da Besseres für sich zu erzielen, sondern dass ich da wirklich auseinandersetzen sollte, auch mit aktuellen Studienlagen. Und diese Studie fand ich interessant hinsichtlich des negativen Effektes, möglicherweise von bestimmten Nahrungsbestandteilen, nämlich in Form dieser Tropenfrucht auf Parkinson. Nur ganz kurz, als im Impuls, der mir gerade so im Kopf herumschwirrt. Also ich glaube, man kann ganz viele Studien für das eine und für das andere lesen und aber was ich gerne noch einmal sagen wollte, ist das Thema Ernährung, das ist schon was, was viele Patienten fragen, oder? Also wenn ich in der Praxis sitze dann und mit dem Patienten über eine Demenzerkrankung oder eine Parkinson-Erkrankung oder irgendeine andere neurologische Erkrankung spreche, dann kommt zwangsläufig früher oder später die Frage, was kann ich denn tun? Und wie ist das denn mit der Ernährung? Und ja, finde ich eine tolle Überleitung, weil ich das auch nochmal einspielen wollte. Denn ich glaube auch, man kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung argumentieren. So richtig harte, evidenzbasierte Medizin gibt es zu vielem nicht. Und ich habe gerade mit einem Patienten, jungen Patienten gesprochen, dem empfohlen wurde, der die erste Diagnose Parkinson hatte, keine Milch mehr zu konsumieren, wobei das seine große Leidenschaft ist. Und da geht's so in den Bereich Ernährung rein und der hat dann damit tatsächlich aufgehört, weil er gedacht hat, dass seine Parkinson-Erkrankung durch den Milchkonsum sich verstärken würde. Ich persönlich habe ihm gesagt, wir behandeln ja die Lebensqualität und wenn der Milchkonsum für Sie Lebensqualität ist, dann würde ich ihm dringend empfehlen, das auch weiter fortzuführen. Was hättet ihr denn dazu gesagt? Denn das ist ja eine sehr konkrete Frage hinsichtlich Ernährung gewesen. Also das mag an meiner Unwissenheit liegen, aber ich hätte gesagt, er soll auf jeden Fall weiter Milch trinken. Nein, also mir fällt jetzt, ich kenne keine Arbeiten, ich kenne keine Fakten dazu, dass das nicht zuträglich sein sollte. Jetzt spezifisch auf den Parkinson gemünzt. Gibt es andere Meinung? Nee, dem würde ich mich anschließen. Und mir ist gerade auch noch mal in den Sinn gekommen, unabhängig von Parkinson, ich kann mich tatsächlich an
eine Handvoll Patienten erinnern, die eine Hypervitaminose, also eine erhebliche Überversorgung mit einem bestimmten B-Vitamin hatten, in dem Fall Vitamin B6. Und unter dieser langjährigen Einnahme eines dann kombinierten Vitamin B-Nahrungsergänzungsmitteln haben die so schmerzhafte Missempfindungen, also eine Neuropathie, eine Erkrankung der Nervenkabel entwickelt, die tatsächlich auf diese Hypervitaminose zurückzuführen war. Jetzt bin ich vom Parkinson schon wieder weg, aber so, wie gesagt, das Plädoyer, glaube ich, auch einerseits Essen ist Lebensqualität und Lebensqualität trägt auch zur Gesundung bei und insofern, um wieder zurückzukommen auf deine Frage, Martin, würde ich das dem Patienten natürlich auch nicht raten, auf den Milchkonsum zu verzichten. Ja, zu dem Milchthema, da gibt es wohl immer mal so Publikationen, die das suggerieren, meine ich auch im letzten Mal so eine Meta-Analyse gesehen zu haben. Und da wird wohl diskutiert, ob das aber nur an bestimmten Formen von Milch liegt, mit dieser fettreduzierten Milch, und der Zusammenhang ist da wohl unklar. Andererseits kann ich mich auch erinnern, dass es mal vor ein paar Jahren eine Studie gab zu kritischem Joghurt, dass das neuroprotektiv bei Parkinson sein soll. Das war aber, glaube ich, nur tierexperimentell. Da lag das wieder an irgendwelchen Milchsäuren. Also das kann man, glaube ich, abschließend nicht sagen. Dann vielleicht muss man noch sagen, dass ja auch dann die Eiweißgehalte in Milchprodukten nochmal eine Rolle spielen können für die Resorption der Medikamente. Das ist vielleicht auch nochmal ein Faktor, aber ich würde mich auch euch anschließen. Ich denke nicht, dass die Evidenz so hart ist, dass man Patienten sagen muss, das dürfte auf keinen Fall essen. Aber wir sollten trotzdem Publikationen die Richtung weiter verfolgen und ernst nehmen, und vielleicht findet sich da ja mal irgendwann ein konzeptioneller Vorschlag, den wir unseren Patienten unterbreiten können. Lars, willst du noch irgendwelche Abschlussworte an uns richten? Ja, zum Abschluss, bevor wir die richtigen Abschlussworte sprechen, möchte ich nochmal von der Ernährung weg und nochmal einen Vorschlag machen, wie wir kognitive Fähigkeiten vielleicht doch auch verbessern können. Und zwar gab es 2022 in JAMA Network Open eine Publikation, bei der man untersucht hat, wie sich Videospiele auf die Kognition von Kindern auswirken. Man hat über 2000 Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren untersucht, und die haben tatsächlich, die videospielenden Kinder, die haben über 25 Stunden in der Woche mit Videospielen verbracht, und hat die mit einer Vergleichsgruppe verglichen, die gar nicht Video gespielt hatten. Und man hat tatsächlich gesehen, dass in kognitiven Tests, die sich auf Reaktionsgeschwindigkeit und Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis fokussierten, die videospielenden Kinder besser waren. Und man hat auch Bildgebungsuntersuchungen gemacht, funktionelle Kernspintomographie, und hat auch Areale im Gehirn gesehen, die mehr Aktivität gezeigt hatten. Interessanterweise ist bei einer kognitiven Aufgabe, dem Stop-Signal-Task, die vermehrte Aktivität in einem Areal gewesen, nämlich dem Precuneus, welches Areal, das wir auch kennen, was bei Alzheimer eine besondere Rolle spielt und bei dem wir auch wissen, dass das auch Stimulationsverfahren zum Beispiel im Precuneus die Alzheimer-Erkrankung vielleicht beeinflussen können. Und das fand ich doch wirklich sehr interessant. Gleichzeitig hat man geguckt, ob die Kinder vielleicht verhaltensauffällig waren bezüglich Hyperaktivität, Depression, Angst, Aufmerksamkeitsdefizit und solche Dinge, und hat da tendenziell bei den videospielenden Kindern ein bisschen schlechtere Ergebnisse gefunden, die waren aber wohl statistisch nicht signifikant. Vielleicht könntest du nochmal das will ich auch nicht hören, aber ganz kurz nochmal sagen, was das so für Tests sind, also was man da so ganz grob machen muss irgendwie, weil das ist, glaube ich, nicht jedem geläufig. Sind das so motorische Tests oder? Ja, das eine war ein Stop-Signal-Task, wo es auf Reaktionsgeschwindigkeit angeht. Das heißt, man muss einfach auf ein vorher definiertes Symbol möglichst schnell auf dem Bildschirm reagieren. Und das andere war ein N-Back-Task, bei der man eine Serie von Symbolen gezeigt bekommt. Und wenn sich dann ein bestimmtes Symbol wiederholt, muss man darauf reagieren. Das ist eher ein Maß vom Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis. Also ich wollte sagen, dass ich das nicht hören möchte, weil das natürlich zum täglichen Brot hier gehört bei mir in der Familie, dass wir darüber diskutieren, wie ist das mit dem Spielen und dem Zocken, wie man sagt.
Aber so richtig wundern tut mich das nicht, ehrlich gesagt, oder? Also, wenn ich mir die Kinder dabei anschaue, wenn sie spielen und was sie da alles gleichzeitig machen und wie sie das alles hinbekommen, dass die in kognitiven Tests beziehungsweise motorischen Reaktionstests besser abschneiden, das ist jetzt, finde ich, total naheliegend. Wundert mich persönlich auch nicht. Ich wäre eher dafür, dass meine Kinder 20 Stunden in der Woche Klavier spielen und dann noch besser einschlafen und dadurch sicherlich auch noch zusätzliche motorische Funktionen erlernen. Also das ist mein Abschlusskommentar. Wir sind natürlich auch aber alle mit Pac-Man groß geworden oder ähnlich dynamischen Spielen. Und das sind natürlich jetzt hochkomplexe Spielewelten, in denen die unsere Kinder sich bewegen. Also da werden ganz andere Anforderungen an die gestellt. Ja, vielleicht muss man noch ergänzen, dass man natürlich jetzt nicht ausschließen kann, dass diejenigen Kinder, die sowieso eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit haben, eher zu Actionspielen neigen und sich dafür interessieren und die dann wiederum erfolgreicher werden und dann positiv verstärkt werden und dann sozusagen eine reverse Kausalität besteht und die jetzt nicht durch das Video besser werden. Aber trotzdem, ich bleib dabei, Videospielen muss nicht schlecht sein, vielleicht muss es nicht unbedingt 25 Stunden die Woche sein. Amen. Was können wir denn jetzt zusammenfassen? Also jeden Abend eine halbe Stunde Klavier hören, nicht zu viele Burger in der Woche und vielleicht auch mal die Daddelbox anwerfen, dann kommt man ganz gut durch. Und Fisch. Und Oliven. Nicht zu viel hochverarbeitete Lebensmittel, man darf aber auch nicht zu viel von der Ernährung erwarten. Man muss es, das gesunde Ernähren, dann immerhin noch mit einem Videospiel kombinieren. In diesem Sinne. Hey, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Danke. Bis bald allerseits. Demnächst wieder mit einer normalen Folge und abonnieren Sie uns und klicken Sie auch in die anderen Folgen rein. Tschüss.